Ob atemberaubender Ausblick oder eine geheimnisvolle Burg, wie findet man den richtigen Spot, das richtige Highlight? Die einen benutzen eine App, die anderen noch klassisch eine Karte. Aber woher bekommt man diese Informationen? Das sage ich euch in meinem heutigen Video. Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal bei David geht raus. Ja, heute mal wieder ein Thema von innen drin, weil es draußen wieder ein bisschen regnet. Und ihr habt schon ein Thema gelesen, es geht heute um Wanderstrecken. Wanderstrecken, ja, wir suchen ja immer wieder spannende Strecken. Ich sage es euch ja auch hier in meinen Kommentaren. Habt ihr neue Strecken für uns? Kennt ihr ein paar tolle Spots, die wir uns ansehen sollen? Ihr habt gefragt, wie findest du die Strecken in der Region oder woran orientierst du dich? Gut, das ist ganz einfach, da kann ich euch mal zeigen, wo ich mich mit beschäftige. Und zwar ist zum einen hier von Ulrich Magin, ich hoffe man spricht so aus, Sagen und Legenden aus der Pfalz. Ultra spannendes Buch mit ganz vielen Geschichten und kleinen Abenteuern und ja, also wirklich sehr, sehr viel. Und da hat man tatsächlich immer mal einen Anhaltspunkt, wo könnte man mal schauen, welche Region ist wirklich spannend. Ja, Freunde, wenn ihr auch in Zukunft keines meiner Abenteuer verpassen wollt und keine meiner Touren, dann folgt mir doch vielleicht auch auf Instagram. Da seht ihr immer die kleinen Stories und Mikrodinger, die so die ganze Woche über passieren. Also David geht raus auf Instagram, seid dabei. Übrigens findet ihr auch David geht raus auf Facebook. Schaut es euch mal an. Wenn man diese Region dann, ich sag mal, ausgemacht hat, schaut man sich, wie kommt man da auf den Punkt. Jetzt sind die einen von euch, die Apps benutzen wie Alltrails, wie Komoot oder Wandern und so. Aber es gibt da natürlich auch, ich sag mal, von Rainer Kröll zum Beispiel, mystische Pfade der Pfalz und aber auch Pfälzer Mysterien. Sind zum Beispiel so ein paar Sachen, die dann in Kombination mit Sagen und Legenden oder natürlich auch den Pfälzer Legenden dafür sorgen, dass man die spannendsten Trails findet, die spannendsten Spots und dann macht man sich auf den Weg. Wer weniger auf Mystery steht, der hat zum Beispiel auch diese Überlegung mal zu sagen, okay, wo finde ich zum Beispiel etwas, was mir Nutzen bringt, vielleicht ein Obstgarten, Gemüse etc. pp. Da habt ihr zum Beispiel hier Deutschlands Gärten, ein wunderbares Buch aus der Pfalz von Berthold Roland. Und ja, ist ein etwas älterer Schinken, den kriegt ihr wahrscheinlich nur noch gebraucht. Aber wirklich, wirklich praktisch mit ganz, ganz vielen Anhaltspunkten, Tipps und ja, wo ihr quasi die schönsten Spots habt, wo ihr auch Gärten findet, wo ihr auch noch ja, heutzutage noch Gemüse oder alte Obstbäume, alte Apfelsorten findet. Das ist wirklich ganz spannend. Da wird es jetzt zu der Erntezeit natürlich wieder mehr Videos hier auf dem Kanal geben. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Das wird auf jeden Fall geil. Und natürlich Streifzüge durch Deutschland, durch den Garten Deutschlands, Weinstraße und Pfälzerwald. Und dazu quasi ein Buch über die Kunstwerke und Sehenswürdigkeiten. Anna mag das immer ganz gern, wenn wir da so ein paar Sachen raussuchen können. Ihr wisst, sie ist kunstorientiert. Und an dieser Stelle besucht doch mal ihre Seite. Da habt ihr immer tolle Eindrücke, ein paar Bilder und so weiter. Ja, hier findet ihr auch ganz, ganz viel Zeug drin. Ihr wisst, ich bin in letzter Zeit auch relativ viel im Odenwald unterwegs. Ja, nach dem ersten kleinen Aufstieg lohnt schon einfach dieser Ausblick hier. Dieser schmale kleine Spot. Guckt euch das mal an. Mit Blick in den Odenwald, einfach herrlich. Und deswegen hier das Buch von Albrecht Ritter, Mystische Pfade im Odenwald. Da haben wir jetzt angefangen mit ein paar Sachen rauszusuchen. Richtig coole Sachen bei richtig cooles Zeug. Ihr habt jetzt zum Beispiel auch den Buddhasweg gesehen, hier auf dem Kanal. Aber auch Burg Rodenstein mit der Ritterlegende und so weiter. Richtig spannend. Findet dann natürlich diese Geschichten und habt da zum Beispiel im Buch hier Odenwald, mystische Pfade, auf Punkt 13, da ist die Heimatburg der Rodensteiners. Und da seht ihr auch, ja, ihr habt gesehen, wo wir da waren, findet ihr den Weg, die Beschreibung, die Sage der Burg Rodenstein. Und da findet ihr auch den Wasserfall, aus dem ich getrunken habe. Ja.
Genau, mit dem Wanderweg dazu. Also alles sehr, sehr geil. Ja, ihr seht, so einfach geht's, coole Pfade, coole Wege zu finden. Jetzt könnt ihr natürlich per GPS, per Satellitentelefon oder auch einfach mit der Handy-App durch die Wälder laufen und gucken. So mache ich das meistens auch, weil es praktikabel ist. Aber es gab auch mal eine Zeit vorher. Und es gibt auch mal, ich sag mal, auch in Rheinland-Pfalz, aber gerade wenn man im Osten Deutschlands unterwegs ist, das eine oder andere weiße Loch auf der Karte. Und da empfehle ich halt euch einfach eine Wanderkarte oder einfach, wer es günstiger mag, so wie ich es immer mag, die physische Karte. Und die physische Karte hat zumindest Orientierungspunkte drauf, hat natürlich nicht die Wanderwege verzeichnet wie die Wanderkarten, aber die kriegt ihr für umme, Freunde. Ja, und zwar schreibt ihr da an die jeweilige politische, an die jeweilige Landeszentrale für politische Bildung. Und bei uns hier ist es zum Beispiel die Landeszentrale für politische Bildung in Rheinland-Pfalz. Kann ich euch auch gerne mal verlinken. Und da habt ihr dann eine physische Karte, wo ihr euch orientieren könnt. Die gibt es auch in klein. Ich habe es jetzt hier mal in groß. In klein, die hängt im Flur, weil da habe ich schon abgesteckt drauf. Wie gesagt, meistens benutze ich tatsächlich, weil in den Büchern sind auch immer Karten drin. Ja, ihr seht, das sind immer so Karten für die grobe Orientierung, aber für Leute, ehrlich, wer schleppt das Buch mit? Macht niemand. Ja, und da könnt ihr dann halt auch mal schauen, wie ihr das am besten regelt. Ich mache es ganz gerne mit Karte. Bei diesen Wander-Apps, wie zum Beispiel Alltrails oder Komoot, habt ihr oftmals die Möglichkeit, dass ihr, ich nehme das jetzt nur als Beispiel, es soll keine Werbung sein, es ist nur das, was ich benutze, habt ihr oftmals die Möglichkeit, auch ein Tracking anzumachen, also sprich, ihr lauft los und zeichnet euren Weg dann auf und könnt neue Wege erstellen, könnt Highlights erstellen. Und manchmal sind die Sachen, die jetzt in den Büchern, die ich euch gezeigt habe, angezeichnet sind oder aufgemalt sind, gar nicht vertreten auf diesen Wegen. Und dann kann man das nochmal neu einstellen, ein paar Fotos machen, mache ich ganz gern. Deswegen schaut auch bei mir unter David geht raus bei Komoot zum Beispiel vorbei. Da habt ihr auch ein paar Highlights, die auf der Strecke, auf den Karten gar nicht verzeichnet sind, auch mal zu entdecken. Was ich ganz spannend finde, deswegen möchte ich nochmal auf die beiden Exemplare der mystischen Pfade zurückkommen. Die haben nicht nur sehr, sehr viele tolle Hinweise und auch ausgezeichnete Fotos. Also da war wirklich ein toller Fotograf am Werk hier, hat tolle Bilder gemacht, sondern ja, sie sind auch durchnummeriert und vorne in beiden natürlich auch in Regionen eingeteilt. In der Nordpfalz wandern, Südpfalz wandern und die einzelnen Touren. Dazu habt ihr natürlich noch eine Karte vorne drin, wo beschrieben wird, wo welche Region ist und mit Nummern versehen, damit ihr auch die Highlight-Touren findet. Und was auch noch ein richtiges Highlight ist, finde ich, das muss man auch noch mal zeigen, ist, dass es natürlich auch noch mehr davon gibt, Freunde. Und was bei der Odenwaldkarte zum Beispiel ganz geil ist, finde ich, da ist auch noch mal nicht nur eine Regionskarte bei, die reinsetzt, sondern auch nochmal eine zweite physische, die man auch zur Not rausnehmen könnte. Und natürlich alles immer versehen mit Legenden, wo dann angegeben ist, wo ist der Grillplatz, die Jugendherberge, wo ist ein Hafen und so weiter und so weiter. Also wirklich tolle Bücher. Ich kann euch beide nur empfehlen. Gibt es beide für relativ günstig, 20 Euro glaube ich das Stück, im Bruckmann Verlag. Die sind wirklich toll, wer sich nicht die Mühe machen will, die alten Schinken zu finden. Ganz egal, ob in Büchern oder in den alten Schinken oder auch in den Apps, überall ist immer angegeben, welche Qualität die Wege haben und welcher Anstrengungsgrad bzw. welches Fitnesslevel ihr braucht. Wie gesagt, hier diese etwas älteren Bücher. Guckt mal in, im Antiquariat oder schaut mal nach. Ich kann mal gucken, ob ich euch, je nachdem, ich meine, hier ist gar keine bei, ob man die ISBN-Nummer noch findet. Bei den neueren ist es kein Problem, wie bei den Pfälzer Mysterien. Da findet ihr dann auch so Ereignisse wie UFO-Sichtungen und so und könnt dann so ein paar Spots raussuchen. Also wer auf sowas steht, ihr wisst, ich bin großer Freund von, ihr seht, Horror, Mystery, Fantasy, das ist mein Ding. Deswegen suche ich danach ganz gern. Aber auch hier die Pfälzer Legenden, sehr, sehr gut. Ja, Sagen Legenden aus der Pfalz, auch ganz gut. Und wer, ich sag mal, manche Märchen nochmal nachgucken will, gibt es natürlich auch das Nibelungenlied oder das Buch der Nibelungen, wo viel drin ausgezeichnet ist. Also wirklich bis hin zu Erzählungen von Bertolt Brecht. Zusammengefasst von Fritz Lang hier, also kann man absolut empfehlen. Ja, wie gesagt, kein Werbeblock dafür, aber weil ich sehr begeistert bin von diesen Büchern aus dem Bruckmann Verlag, möchte ich euch natürlich auch zeigen, vergessene Pfade, mystische Pfade,
Gibt es überall jetzt zur Sommerzeit, falls ihr verreisen wollt, im Harz und sonst wo. Schaut euch gerne mal an. Kann man sich auf bruckmann.de so einen kleinen Prospekt bestellen. Ist auch bei den Büchern dabei. Und da habt ihr also wirklich ganz, ganz viele tolle Sachen. Kann ich nur empfehlen. Kriegt ihr gerade per Post zugeschickt, wenn ihr den schreibt. Wirklich cool. Also super geil. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst dem Video mal ein Like da. Falls ihr auch geile Pfade, geile Wege habt, tolle Sachen habt, schreibt es mir mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Oder wie macht ihr das? Wie findet ihr eure Wanderwege? Geht ihr nur über eine App, die euch sagt, das und das ist gerade angesagt oder so? Würde mich interessieren. In diesem Sinne, einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Bleibt dabei. Das nächste Video ist wieder ein Wandervideo. Ich freue mich auf euch. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Lasst ein Abo und ein Like da. Und ja, kommentiert. Ich liebe euch. Ich bin raus.